Servus Outlaws, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Lanchester Repetiergewehr gratis bekommt, obwohl es noch nicht kaufbar ist. Extrem geil, bleibt dran, es lohnt sich. Schauen wir kurz auf die Karte, wo ich mich gerade befinde, und zwar in Rhodes. Oben ist das erste Lager, direkt an dieser Stelle. Wir müssen hier also ein bisschen weiter runter reiten. Und hier müssen wir in den Büchsenmacher rein und da wartet auf uns die Waffe. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns im Detail an. Ich stehe jetzt hier vor dem Waffengeschäft, wir müssen aber an die Seite und wir sehen hier auch schon einen Mann rumstehen, der in den Keller schaut. Da ist nämlich ein Kind, der möchte aber mit dieser Sache nichts zu tun haben, wir aber schon, denn hier wartet dieses gratis Repetiergewehr auf uns. Wir sprechen den Jungen jetzt an und wir merken, dass dieser Büchsenmacher eine kriminelle Aktivität im Keller hat, was auch immer der da macht. Wir wollen es auf jeden Fall rausfinden, denn da wartet die Waffe. Wer das letzte Video von mir schon geschaut hat, hat diesen gratis Schofield Revolver bekommen. Wer den noch nicht hat, kann oben aufs i-Zeichen klicken, dann werdet ihr rübergeleitet. Wer sonst keine gratis Waffen verpassen möchte, kann gerne meinen Kanal abonnieren, dann werdet ihr immer schnellstmöglich informiert. Der Junge hat soweit jetzt alles erzählt und wir gehen jetzt zum Büchsenmacher rein und fragen ihn, was er eigentlich im Keller mit diesem Kind vorhat. Wir bedrohen ihn jetzt direkt, LT-RT-Taste, da passiert jetzt auch nichts, kein Passant oder so kommt rein, ist wirklich ganz angenehm. Und er wird uns jetzt hier gleich links diese Türe aufschließen. Wir können jetzt hier einmal hinter die Kasse sozusagen. Und ja, dann geht es jetzt gleich die Treppe runter. Ich spule das jetzt hier ganz kurz vor, denn es ist nichts Besonderes. Wenn ihr jetzt unten angekommen seid, könnt ihr mit diesen zwei reden, euch das Ganze anhören, sie beide abknallen oder nicht. Ich habe den Typ einmal abgeknallt. Kein Sheriff ist gekommen, uns interessiert aber auf der linken Seite, ja, diese Waffe. Und das ist das Lanchester Repetiergewehr, extrem geile Waffe, bekommt man hier einfach gratis, kann dann oben rausstiefeln, hat kein Kopfgeld, kein gar nichts, selbst wenn man diesen Typ da abgeknallt hat. Rechts daneben ist noch so eine kleine Schatulle, die habe ich vergessen, da bekommt man aber, ich glaube, maximal 5 Dollar raus. Man kann auch oben die Kasse ausräumen, das habe ich nicht gemacht, denn man wird von der Ehre ein bisschen runtergesetzt. Wer auf die Ehre scheißt, kann oben nochmal 30 Dollar abstauben. Das Lanchester Repetiergewehr ist wirklich eine extrem gute Waffe auf mittlere bis mittelweite Distanz und wenn sehr viele Gegner da sind, denn wir haben ein 14er Magazin, wir laden sehr schnell nach und können so die Gegner regelrecht zerfetzen. Seht ihr auch hier sehr schön im Video, funktioniert einwandfrei und optisch sieht diese Waffe auch extrem geil aus. Sie kommt schon Standard mit einem leichten Goldton, man kann sie aber richtig schön noch verbessern, mit ein paar Gravuren drauf, das Holz nochmal abändern, aber auch so nochmal den Goldton ändern. Ist eine wirklich sehr geile Waffe, wie gesagt, gratis. Man hat auch kein Kopfgeld bekommen oder so. Wirklich sehr, sehr geil. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da findet ihr alles rund um Red Dead Redemption 2. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.